wenn die so klein sind. Ich so, ich bräuchte jetzt mal hier so eine Werkbank-Dings-Bums-Bums-Dings. Werkbank nicht. Job bräuchte ich mal einen Job. Ich bräuchte mal einen Job. Eben zwei. Und einen Shop. Ich brauche mal einen Shop. Ich habe Schemata für einen neuen Anzug und den hätte ich gern. Was ist eigentlich mit den Erweiterungen, die wir darauf gemacht haben? Die Energieknoten, die man in den Anzug reingepackt hat. Bei dem neuen Anzug ist wahrscheinlich weg alles, ne? Das wäre natürlich blöd. Station schon wieder. Muss ich wieder zurück hier? Muss ich hin? Links oder rechts? Rechts, was ist hier? Ein Shop! Halt! Erst gucken. Erst gucken. Sicher, sicher. Halt, jetzt war ich auch im Shop. Ruckzuck hat er mich dann von hinten auf platt gemacht. So, ja, natürlich. Was macht denn jetzt? Also erstmal mache ich Anzug Level 3, das ist mal ganz klar. 20.000. Machen wir. Kaufen. Ja, natürlich. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Isaac. Und wie sieht er aus? Unser neuer Azimut. Na toll. Naja. Naja. Also Gucci ist das nicht, aber naja. Das geht schon. So, lass uns mal noch den. Was habe ich denn? Da habe ich mit Plasma-Cutter. Strahlenkanone, Plasma-Cutter habe ich. Was habe ich jetzt hier gefunden? Pulsgewehr, Pfammer, Energiekanone. Energiekanone. Was kann die? Chinese-Booster. Chinese-Booster. Energieprojekte für schwere Schäden, Laserkanone, glaube ich, nehme die. Für schwere Schäden, das hört sich gut an. Ich nehme die mal. Die kaufen wir mal. Tja, Luftkanister, Stasefack, Energieknoten. Kauf ich nicht. Laserpack. Plasma, ja, brauche ich erstmal eine Plasmakanne. Was brauche ich denn für den? Den Dingsbums. Was brauche ich denn da? Strahlenkanone. Was habe ich gekauft? Ich lese was. Energieprojekt für schwere Schäden. Was braucht der? Keine Ahnung. Mal ausprobieren dann. Gucken wir nochmal schnell ins Inventar, was haben wir da so rumfliegen? Ach so, das hätte ich auch verkaufen können, ne? Ach so, ja, muss ich nochmal verkaufen.
Wie kann ich es denn verkaufen? Ach, im Inventar, ja, ja, ich bin da so blöd, vergiss es was. Inventar, da. Gehofen? Ja. Die Laserkanone war ich schon nicht, ne? Keine Ahnung. Was braucht er denn zum... Nur noch ein Medipack habe ich. Ich muss nur noch mal so ein paar Medipacks kaufen. Der hat auch noch kleine. So. Sind wir ausgerüstet. Jetzt geht's weiter. Muss ich mit dem Mini. Ja, okay. Nicht mit mir, mein Kleiner. Sag noch einer. Sie sich immer von hinten anschleichen müssen hier, die Fuzzis da. Das ist ja unmenschlich. Ripperklingen mit Vorschnitt. Das ist immer so anschleichen müssen hier, die Kerle da. So. Achso, jetzt müssen wir wieder in die Krankenstation zurückfahren. Ja, das ist ja blöd, Immer die Zurückfahrerei da, das gibt's doch gar nicht. Kapitel 4 abgeschlossen. Yeah. Speichern wir. Nein, nein, ja. So, was kommt jetzt? Tödliche Hingabe. Na dann. Sind wir schon da? Ach, das ist hier, ja. Ich sag ja, das ist immer schön hier. Das ist auch schon. Das ist gar nicht so düster, ne? Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller als ich dachte. Mann. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Vertrauenserweckend aus hier. Wer hat das umgeschmissen? Hallo? Wer war das? Ich hab nichts gemacht. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Wer spricht da zu mir? Hallo? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Hallo? Und was machen wir da? Lebenserhaltung. Kann ich da was einschalten? Einstellen? Nö, kann ich nicht. Also das fängt schön hier. Und tschüss. So, machen wir weiter hier. Komm, ich bin bereit. Schau mal alles weg. Oh, guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Da ist es aber sehr dunkel.
Dunkel ist schlecht. Ich höre schon. Oh. So schnell, ich bin so blöd, die sind so schnell, ich kann das einfach nicht, die kleinen Fotzviecher, die erwische ich nie. Nee, noch jemand ohne Fahrschein? Das ist schon gruselig gemacht, oder? Ich habe gehört, der dritte Teil soll nicht so gruselig sein. Ich kann nur eins sagen, wenn der halb so gruselig ist wie der, dann ist es schon ganz schön hart. Aber weil der ist richtig gruselig hier. Weil man gerade auf jedem Tritt kommt was um die Ecke gebrochen da. Kommt was durch die Decke gelaufen. Was ist denn das für ein Hübscher da hinten? Das ist ja eklig. Der ist so lecker. Ach ja, sicher gehen, dass der nicht gleich um die Ecke gefallen kommt. Aber was ist denn das da hinten? Was ist denn das für ein Geschwür? Erstmal Werkbank. Ja. Was machen wir denn da?